Hallo zu meinem heutigen Video. Heute wieder mal ein Video zu Linux Ubuntu auf meinem Kanal Dr. Ubuntu. Mein 365-Tage-Projekt ist immer noch am Laufen und ich habe schon erste Hürden gehabt, die ich in folgenden Videos dann auch mit euch teilen werde. Aber eines der wichtigen Hürden davon ist, mit Ubuntu legale gekaufte DVDs zu schauen. Das geht nicht. Also in der Grundeinstellung geht das nicht. Das hat einfach lizenzrechtliche Hintergründe. Unter Windows ist es eigentlich ohne Probleme abspielbar. Unter Mac OS X hat man keine Probleme. Man kennt es auch meistens nicht. Aber unter Linux ist ja ein freies Betriebssystem. Und die Großen, die wollen ja Kohle machen, die wollen ja Geld verdienen. Und Linux passt da denen nicht in Kram. Und deswegen kann man ihn also auf ganz legale Weise unter Ubuntu keine DVDs schauen. Keine. Ich zeige es natürlich anschließend, wie es geht. Es gibt kostenpflichtige Programme unter Ubuntu, auch in der Software Center. Da kann man eben so einen Player kaufen. Danach ist es wohl möglich, aber kostenlos leider nicht. Und ja, da ich jetzt auch auf den Rechnern von meinen Kindern Ubuntu drauf habe, kam letztens meine Tochter und sagt: Hey Papa, ich möchte DVDs schauen, und Ubuntu sagt, es geht nicht. Da habe ich erstmal verdutzt geschaut und habe mir gedacht, da muss ich das mich mal, das muss ich mir mal näher anschauen. Und dann habe ich auch innerhalb in einer halben Stunde die Lösung gefunden. Leider wieder übers Terminal. Das soll auch so ein bisschen eine Anleitung sein, da ich hier in der nächsten Zeit ein paar Videos machen würde mit Grundbefehlen in Terminal. Diese Oberfläche, die ihr hier sehen tut, hier an der Leiste, das ist das Graphic User Interface. Das heißt, das ist die grafische Oberfläche, um mit dem Rechner zu kommunizieren. Das ist deswegen entwickelt worden, weil es früher schwierig war, über den Terminal, ich zeige es euch mal, nur über den Terminal zu arbeiten. Ich komme von einer Zeit, ich bin ja jetzt schon über 40 Jahre alt, da sahen die Rechner, wenn man sie eingeschaltet hat, nur so aus wie hier. Man hatte eben hier so einen Pfad und dann hat so ein Cursor hat geblinkt und man hat so 10, ja, 2, 3 oder wenn einer gut war, hatte 4, 5 Dutzend Befehle vielleicht auswendig gekonnt. Manche mussten dann immer nachschlagen und man hat eigentlich immer hier über diesen Cursor seinen Rechner bedient. Das war in den 80ern und 90ern, Anfang 90ern normal. Ist es heute nicht mehr. Die meisten wechseln auf die GUI, also Graphic User Interface. Eins muss man aber sagen, den Rechner richtig zu beherrschen, und die Linux-Philosophie sagt ja, ich beherrsche meine Maschine und nicht meine Maschine mich, dann solltet ihr euch wirklich mit dem Terminal befassen. Wenn ihr aber nur ein Benutzer seid, der so Grundaufgaben täglich macht, bis in Internet und E-Mail und eigentlich nicht mehr möchte, den reicht natürlich die GUI. Aber wenn ihr jemand seid, okay, wie schon eben erwähnt, ich möchte nicht nur ein Benutzer sein, sondern ich möchte meine Maschine beherrschen, dann solltet ihr euch mit diesem Terminal auseinandersetzen. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt Linux ist, ob das Mac OS X ist oder Windows. Denn auch dort gilt das Gleiche. Ja, derjenige, der sich mit Terminalbefehlen auskennt oder eben MS-DOS-Befehlen, hat mehr Macht über seine Maschine. Und wer will das nicht? So, aber jetzt bin ich genug vom Weg abgekommen. Jetzt geht es wieder darum, wie schaffen wir es, Original-DVDs auf unserem Ubuntu-Betriebssystem zu lesen. Dazu gebe ich euch einmal das hier mit. Diese Befehle werde ich unter dieses Video mit einfügen. Ich kopiere das jetzt gerade mal von meinem Dokument. Sudo apt-get install libdvd read4. Das gebt ihr ein, drückt Enter. Danach müsst ihr euer Root-Passwort eingeben. Wichtig ist eben, dass ihr Systemverwalter seid, also Root. Und hier werden Paketlisten gelesen. Das ist relativ schnell gegangen. Das nächste, was ihr machen müsst, ihr müsst als Admin,
Ich füge es ja nochmal ein. Sudo. Den Pfad lese ich jetzt euch nicht vor. Den füge ich euch auch hier ein. Ihr müsst nichts anderes tun, wie eben kopieren und einfügen. Und ich bestätige das. Weil das müsst ihr nur einmal tun. Also es das heißt nicht, dass ihr bei jeder DVD das machen müsst. Und jetzt schließe ich mein Terminal. Nehme ich hier mal mein Kamerabild bisschen auf die Seite. Und schiebe die DVD mit ein. Ich habe es so hinterlegt, dass die DVD automatisch mit dem VLC-Player gestartet wird. Den VLC-Player könnt ihr kostenlos in dem Ubuntu Software Center downloaden. Ich mache mal hier ein bisschen leiser. So. Und wir sagen einfach hier mal Sprachen. Wir nehmen erstmal natürlich die deutsche Sprache. Weiter. Hauptmenü. Und sagen Start. Und wie ihr sehen könnt, wird die DVD ohne Probleme ausgelesen und man kann in bester Qualität seine DVD-Filme anschauen. Ich hoffe, der ein oder andere kann mit diesem Tipp was anfangen, wird glücklich damit, abonniert mich, kommentiert meine Videos und bewertet sie. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns.